Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Life Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es jetzt darum, dass Sie bitte mal überprüfen, ob Sie zu nett sind. Das können Sie hier anhand einer fundierten Checkliste wirklich mal sich durchdenken. Doch zunächst einmal, damit kein Missverständnis entsteht, ich bin eine große Vertreterin von Freundlichkeit. Das werden Sie auch in meinen anderen Videos immer wieder finden, dass ich mich für Freundlichkeit und Dankbarkeit und konstruktives Verhalten einsetze. Also darum geht es jetzt nicht. Und nicht umsonst habe ich ja auch ein Buch mit dem Titel geschrieben, Die Kraft der Wertschätzung. Also Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Verständnis sind ganz wunderbare Eigenschaften. Und nett zu anderen zu sein, macht sie einfach sympathisch. Aber zu viel davon ist gefährlich. Die Dosis macht eben auch hier das Gift. Und wenn Sie immer Mr. Nice Guy sind oder das liebe Mädchen, dann wird man Sie ausnutzen und hat keinen Respekt vor Ihnen. Und dafür möchte ich Sie gerne bewahren mit meiner Checkliste, mit der Sie überprüfen können, ob Sie vielleicht tatsächlich zu nett sind. Je mehr Sie von den folgenden 10 Punkten bejahen können, desto gefährlicher sind Sie in diesem Punkt. Vielleicht nehmen Sie sich da auch einfach mal Papier und Stift und immer wenn Sie einer Aussage von mir zustimmen müssen, dann machen Sie einen Strich, dann haben Sie hinterher einen ganz guten Überblick über Ihre Nettigkeit. Ja, wohlgemerkt, also nicht, dass Sie jetzt irgendwie plötzlich ruppig und unangenehm werden. Also ein oder zwei Ja-Antworten sind noch keineswegs bedenklich, aber die sollten Sie immerhin schon zum Nachdenken anregen. Aber gut, wir fangen jetzt an, nicht? Mein erstes Statement ist, Sie bieten ständig Ihre Hilfe an, ohne darum gebeten zu sein. Also jedes Seufzen und jedes Klagen, ach, ich müsste doch und kann ich denn nur, kommt bei Ihnen als Appell an, dass Sie eingreifen sollten. Und sofort springen Sie bei und sagen, ach, gib schon her, ich mach das. Oder Sie fragen, soll ich das eben schnell für dich machen? Nicht? Also das ist der erste Punkt, Sie reagieren auf jedes SOS. Das zweite ist, Sie entschuldigen schlechtes Benehmen. Also angenommen, jemand brüllt Sie an oder lässt Sie einfach stehen oder lässt Sie über Gebühr warten, ohne Bescheid zu sagen. Dann entschuldigen Sie das vor sich selber oder auch eben vor dem anderen. Sie sagen etwa, na ja, sie ist halt gerade im Stress, da konnte sie nicht so drauf achten. Oder, na ja, er hat das eben von zu Hause nicht gelernt. Oder, das ist ja sowieso der Klassiker, Sie entschuldigen ihn oder sie, weil da eine schwere Kindheit vorliegt. Und dann kann man das natürlich nicht ändern. Also, Sie entschuldigen einfach zu viel und zu oft. Das dritte ist, Sie lächeln oder machen ein Pokerface, wenn Sie jemand gekränkt hat. Sie möchten einfach nicht, dass Ihr Gegenüber sieht, dass Sie getroffen sind. Oder, dazu gehört eben auch, Sie werben bei anderen immer um Sympathie. Das kann so aussehen, dass Sie zum Beispiel im Restaurant dem muffeligen Kellner trotzdem ein gutes Trinkgeld geben. Oder Sie sagen auf seine Nachfrage, na, hat's geschmeckt, dann sagen Sie, ja, danke, gut, auch wenn das Essen überhaupt nicht so Ihr Fall war. Oder Sie machen einem arroganten Menschen ein Kompliment. Also immer, wenn Sie um jemand kämpfen und buhlen und darum ringen, dass Sie Sympathie von jemand kriegen, der absolut nicht angenehm mit Ihnen umgeht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Sie zu nett sind. Mein vierter Punkt ist, wenn Sie kritisiert werden, dann entschuldigen Sie sich sofort oder geben eine Erklärung ab. Zum Beispiel, ach ja, ich tut mir leid, aber ich hatte einfach zu wenig Zeit zur Vorbereitung. Oder, oh, wie unangenehm, aber ich habe das nicht gewusst. Also anstatt, dass Sie erst einmal überlegen und überprüfen, ist die Kritik überhaupt gerechtfertigt, steigen Sie sofort ein mit Schuldgefühlen oder einer Entschuldigung oder dass Sie sich verteidigen. Das fünfte Anzeichen ist,
Sie reagieren auf Vorwürfe sofort mit Schuldgefühlen. Wenn da jemand zu Ihnen sagt, wieso bist du denn ohne mich gegangen? Oder nie hast du Zeit für mich? Oder warum hast du mir das denn nicht gesagt? Ja, schon haben Sie ein schlechtes Gewissen. Sie sind dann in den Fängen von jemand, der Sie manipuliert. Und das hat offenbar auch gut geklappt. Warum? Weil Sie einfach zu nett sind. Der sechste Punkt ist, Sie springen sofort, wenn jemand etwas von Ihnen will. Jemand fragt Sie, kannst du das bitte für mich fertig machen? Klar, machen Sie umgehend. Und dafür lassen Sie dann auch Ihre eigenen Aufgaben liegen. Also alles muss für jemand anders sofort sein. Und dafür stellen Sie dann Ihre Sachen zurück. Das ist auch ein Zeichen, dass Sie zu nett sind. Das achte ist, Sie machen gute Miene zum bösen Spiel. Zum Beispiel, wenn jemand einen sexistischen oder rassistischen Witz macht. Oder wenn jemand eine wirklich völlig verquere Meinung vertritt. Das ist ja im Moment mit Verschwörungstheorien sowieso ziemlich, sind wir ja ziemlich gut ausgestattet. Aber dann lachen sie entweder gezwungen oder sie schweigen und beschwichtigen sich selber. Naja, ich finde das zwar irgendwie nicht passend, aber da stehe ich ja drüber. Vorsicht, Vorsicht, das ist Selbstbetrug und kann ein Anzeichen dafür sein, dass sie einfach zu nett sind. Das neunte ist, sie schlucken ihren berechtigten Ärger herunter. Sie sind so harmoniebewusst oder harmoniebedürftig, dass sie einfach das gute Verhältnis auf gar keinen Fall gefährden wollen. Und deshalb sagen sie nicht, worüber sie sich ärgern oder was ihnen jetzt quer geht, sondern sie schweigen. Aber das ist nicht ungefährlich, denn das grummelt dann in ihnen weiter. Und dass sie es eben nicht von sich geben, tja, ein Zeichen, sie sind zu nett. Der zehnte Punkt ist, sie lassen sich zu schnell besänftigen oder vertrösten. Da handelt jemand so nach dem Motto Zuckerbrot und Peitsche und behandelt sie schlecht, aber sobald diese Person wieder lieb zu ihnen ist und nett ist, schmelzen sie dahin und alles ist vergessen. Wohlgemerkt, ich meine nicht, dass sie ewig nachkarten sollen oder dass sie da irgendwie einfach das nicht vergessen und verzeihen können. Aber wenn jemand wirklich immer so diese Strategie hat, erst hässlich zu ihnen, dann wieder freundlich, dann sollten sie sich da auch nicht so schnell drauf einlassen. Das sind also meine 10 Punkte, die relativ deutlich belegen, ob sie zu nett sind oder nicht. Und ich hoffe, dass sie herzlich wenig Striche gemacht haben. Wenn es aber nun doch mehrere sind, dann möchte ich Ihnen auf jeden Fall natürlich auch die Gegenstrategie vermitteln. Und die hat sehr viel auch mit Selbstwertgefühl und Selbstachtung zu tun. Grundsätzlich gilt, nehmen Sie sich selbst genauso wichtig wie andere. Und was wir auch oft verwechseln und wo ich Sie bitte, das wirklich zu beachten ist, verwechseln Sie nicht Liebe und Leistung. Also bringen Sie nicht Liebe mit Leistung in Verbindung. Das sind zwei Paar Schuhe. Über Leistung werden Sie niemals Liebe erreichen. Da können Sie sich ein Bein ausreißen und dann stellen Sie fest, jemand, der nicht halb so viel tut wie Sie, der wird geliebt, Sie aber nicht. Also niemals Liebe denken, Sie müssten ganz viel Leistung bringen, damit Sie Liebe bekommen. Dann gehört auch noch zur Gegenstrategie, Sie haben ein Recht auf Ihre Gefühle und die sollten Sie auch zeigen. Natürlich mit Augenmaß. Also es geht jetzt nicht darum, dass Sie sich hier irgendwie im Meeting weinend über den Tisch werfen. Also das verstehen Sie schon richtig. Aber Sie sollten durchaus andere auch wissen lassen, wenn Sie sie gekränkt haben oder wenn Sie irgendwie nicht mit ihnen gut umgegangen sind. Also im Detail bedeutet das jetzt, diese Gegenstrategie, helfen Sie nicht automatisch, sondern überlegen Sie, ob Sie das wirklich möchten und ob das sinnvoll ist. Nehmen Sie schlechtes Benehmen als Respektlosigkeit wahr und verwahren Sie sich dagegen, lehnen Sie das ab. Versöhnlichkeit und Verständnis sind eine gute Sache, aber lassen Sie sich nicht manipulieren. Und prüfen Sie Kritik, bevor Sie reagieren, ob die auch wirklich berechtigt ist.
Und springen Sie nicht immer gleich bei, sobald jemand SOS funkt, sondern überlegen Sie erst einmal, ist das wirklich so dringend und ist das wirklich so eilig? Und vor allen Dingen, ist es wichtig für Sie? Und wenn nicht, dann machen Sie eben erst Ihre eigenen Sachen fertig. Und buhlen Sie auch nicht um unfreundliche Leute. Die Engländer haben so einen Spruch, tit for tat. Also auf Deutsch ist das unser, wie du mir, so ich dir. Das ist manchmal ganz gut für die Selbstachtung. Und lassen Sie andere ruhig wissen, was sie bei Ihnen angerichtet haben. Das kann man auch ganz sachlich übermitteln, indem man einfach sagt, was du gerade zu mir gesagt hast, empfand ich als kränkend. Zeigen Sie ruhig öfter Zivilcourage, besonders gegenüber einer rassistischen Einstellung oder sexistischen Aussagen. Denen sollten Sie ganz klar Paroli bieten. Und drücken Sie auch berechtigten Ärger aus, denn der schlägt Ihnen ja sonst auf den Magen. Ja, ich hoffe, ich habe Sie dafür sensibilisiert, dass Sie nicht zu nett sind. Und ich betone noch einmal, es geht nicht um Friedfertigkeit, es geht auch nicht um Verständnis, sondern es geht hier um übergroße Anpassung. Und in dem Fall, wenn Sie zu nett sind, dann ist das Motiv einfach zu wenig Selbstwertgefühl und zu wenig Selbstbewusstsein. Und da habe ich natürlich auch noch viel mehr für Sie zu bieten, wie Sie daran arbeiten können. Und zwar gibt es einmal einen Videokurs, der ist allerdings nur für Frauen. Der heißt Selbstbewusstsein stärken, gelassen ich selbst sein. Und die Infos und Schnupperkurs, einen kostenlosen Schnupperkurs finden Sie auf meiner Website www.lodarek.de. Und für beide Geschlechter habe ich das schon erwähnte Buch Die Kraft der Wertschätzung, das Sie in jeder Buchhandlung bekommen. Der Untertitel ist Sich selbst und anderen positiv begegnen. Und ich glaube, wenn Sie das mal so für sich durcharbeiten, dann sind Sie wertschätzend, aber auf gar keinen Fall zu nett. Natürlich freue ich mich auch, wenn Sie mir ein Abo dalassen und wenn Sie auch anderen von diesem Kanal weitersagen, dass immer samstags um 10 ein neues Video kommt mit Hinweisen zu allen Lebenslagen. Und sehr interessant fände ich ja nun auch von Ihnen einen Kommentar zu bekommen, wo Sie das erlebt haben, dass Sie zu nett waren und wie Sie das für sich gelöst haben. Darüber würde ich mich freuen. Alles Gute!